Verstörende Bilder aus Moskau. Vier Männer werden als mutmaßliche Täter des Terroranschlags vom Freitag auf eine Konzerthalle vorgeführt. Offenbar sind die Verdächtigen zuvor misshandelt, möglicherweise gefoltert worden. Zwei der Inhaftierten sollen sich bereits als schuldig bekannt haben. Alle mutmaßlichen Täter seien Ausländer, heißt es von offizieller Seite. Ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe. Russlands Präsident Putin steht nur eine Woche nach seiner Wiederwahl unter erheblichem Druck. Denn er hat offenbar eine Warnung seitens der USA vor einem Terroranschlag ignoriert. Zu dem Angriff hat sich eine Gruppe der Terrororganisation IS, der sogenannte Islamische Staat, bekannt. Experten halten das für plausibel. Putin dagegen stellt das Bekenntnis in Frage und behauptet, dass Spuren des Anschlags in die Ukraine führten. Die Hauptverdächtigen seien gefasst worden, als sie sich dahin hätten absetzen wollen. Mindestens 137 Menschen kamen bei dem Terrorangriff auf die Konzerthalle am Freitag ums Leben. Der tödlichste Anschlag, der in Russland seit Anfang der 2000er Jahre verübt wurde. Die Ukraine bestreitet eine Beteiligung. Und ich spreche jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Juri Rescheto. Er ist in Riga, seitdem die Deutsche Welle nicht mehr aus Russland senden darf. Juri, schön, dass du Zeit für uns hast. Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Gegen vier mutmaßliche Täter wurde Anklage erhoben. Was weiß man bislang über diese mutmaßlichen Täter? Die vier sollen wohl aus Tadschikistan stammen. Das berichten übereinstimmend russische Medien. Unterschiedlich lang haben die sich wohl in Russland aufgehalten, bevor sie diese Tat verübt haben sollen. Der Älteste ist 32, Vater von vier minderjährigen Kindern. Der Jüngste ist 19. Und sie sollen sich 3 bis 4 Wochen vor dem Anschlag kennengelernt haben in Russland. Angeblich hat der eine Anweisungen aus der Türkei bekommen. Er soll wohl im Kontakt mit einem Priester in der Türkei gestanden haben. Das hat er zumindest bei einem der Verhöre erzählt, von dem ein Video in sozialen Medien rumgeht. Und die vier angeklagten mutmaßlichen Täter, es gibt ja Bilder und auch das Video, über das Sie da gerade berichtet haben. Die Täter, die mutmaßlichen, haben deutlich sichtbare Verletzungen. Ist das ein Beleg, dass man die Männer gefoltert hat? Möglicherweise ja. Also zumindest hat man sie anscheinend nicht besonders gut behandelt. Und die Menschenrechtler in Russland und auch außerhalb Russlands sprechen ganz klar von Foltern. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wurde heute von einem CNN-Kollegen gefragt oder darauf angesprochen, was das wohl sei. Und Peskow hat gesagt, er möchte nicht auf diese Frage eine Antwort geben. Also das scheint für die russischen Behörden und für den Kreml sehr unbequem zu sein. Was da zu sehen ist oder zu sehen war heute bei der Gerichtsverhandlung, die ganze Gerichtsverhandlung war ja geschlossen, aber vorher hat man die Journalisten reingelassen und dann eben die Männer wurden gefilmt, war schon ziemlich heftig, da gab es blaue Flecken, da gab es geschwollene Gesichter und Ähnliches. Und da gab es, das haben Sie angesprochen, Birgit, eben diese ominösen Videos, die vorher verbreitet wurden, wo anscheinend der eine oder andere verhört wurden. Im Internet, auf den Social Media Kanälen gibt es ja offensichtlich auch Bilder, die zeigen, wie einem der mutmaßlichen Täter das Ohr abgeschnitten wird. Gibt es irgendwelche Informationen, woher diese Bilder kommen oder was man möglicherweise auch damit bezwecken will? Also wir können die Echtheit dieser Videos nicht unabhängig verifizieren. Wir können und nicht unabhängig sagen, ob das wirklich die Videos von den Verhören sind. Aber die wurden verbreitet von den sogenannten Militärbloggern. Da sind also sogenannte Korrespondenten, da sind meistens Propagandisten, also Propaganda-Journalisten, die den sogenannten Siloviki, das ist ein Oberbegriff im Russischen für die Behörden, Sicherheitsbehörden, Militär, Polizei und Geheimdienst nahestehen. Und wenn das wirklich so ist, dann ist tatsächlich einem ein Ohr abgeschnitten worden. Der eine Tatverdächtige kam tatsächlich heute mit einem verbundenen Kopf und mit einer Binde an einem Ohr. Und das kann sein, dass es tatsächlich dazu kam, ja.
Was sie damit bezwecken, haben sie ja gefragt. Ja, was sie damit bezwecken, kann ich natürlich nicht wissen. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass damit eben der russische Staat zeigen will, dass er jetzt brutalst möglich mit aller Wucht, mit aller Kraft gegen die vorgeht. Das, was der russische Staat anscheinend vorher versäumt hat, nämlich diese Tat zu verhindern. Wenn diese Bilder jetzt echt sind, dann zeigt das, wie Sie es schon erwähnt haben, auch die Brutalität und auch Verrohung, muss man ja schon sagen. Russland hat ja die Europäische Menschenrechtskonvention 2022 verlassen. Doch immerhin ist ja Russland auch in der UN. Das sieht so aus, als ob Moskau das mittlerweile alles egal zu sein scheint eben mit aller Brutalität dann wirklich auch vorzugehen. Naja, ich weiß nicht, ob Moskau alles egal ist, aber vieles ist Moskau anscheinend tatsächlich egal. Spätestens seit die Russen eben die Hoheit der russischen Gerichte, den europäischen, den internationalen anerkannt haben. Das ist ja schon vor ein paar Jahren passiert, Birgit. Da war ich noch in Moskau Korrespondent und da ist schon damals wurde sozusagen die Hoheit der russischen Gerichte anerkannt. Das heißt, wenn ein internationales Gericht etwas verbietet oder ein Gesetz, dann gibt es ein russisches Gesetz, das da drüber steht. Und in diesem Fall scheint tatsächlich den Russen egal zu sein. Aber den Russen ist wohl nicht egal, wenn es um ihre Interessen geht. Und wir wissen, dass die Russen ständig auch UN-Resolutionen beantragen im Sicherheitsrat der UN in New York. Das heißt, also so ganz egal ist es ihnen auch nicht. Welche Beweise hat eigentlich Moskau vorgelegt, die belegen, dass diese Männer auch die Täter waren? Denn eine Untergruppe des sogenannten IS hat ja die Tat für sich beansprucht. Naja, also die Belege müsste dann das Gericht natürlich sehen und auch entscheiden, ob sie tatsächlich schuldig sind und die auch dann verurteilen. Die Gerichtsverhandlung läuft ja und die sind ja erstmal in Untersuchungshaft. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass sie da sein könnten. Es gibt dieses eine Auto, der weiße Renault, mit dem sie angeblich geflohen sind. Das ist auf den Videokameras abzusehen. Dann gibt es in der viele Übereinstimmungen in der Kleidung bei den vier Männern im Bekennervideo des Islamischen Staates, des sogenannten Islamischen Staates und in der Kleidung der festgenommenen Männer. Da gibt es wirklich sehr viele, sehr genaue Ähnlichkeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Männer sind, ist doch relativ groß. Aha. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was spricht denn eigentlich für den IS als Drahtzieher hinter dem Terroranschlag? Vieles. Die westlichen Experten haben von Anfang an das Bekennervideo für echt empfunden und mittlerweile ist der Konsens auch tatsächlich relativ groß, dass das Bekennervideo echt ist. Es gibt tatsächlich auch Motive, warum der IS in Russland so einen Anschlag gemacht werden haben soll. Und Russland bekämpft nämlich den IS vor allem in Syrien und aber auch nicht nur dort, in Afghanistan. Das heißt also, es gibt auch andere Anschläge. Es gab in der Vergangenheit auch Anschläge des IS in Russland. Da gibt es also eine lange Geschichte von Anschlägen. Und wie gesagt, die Experten haben keine Zweifel mehr daran, dass das wirklich die Sache des sogenannten Islamischen Staates ist. Nämlich seines Ablegers, des sogenannten ISIS-K oder ISIS-Q. Also das ist eine besonders harte Abzweigung des ISIS oder des Islamischen Staates. Ich muss noch mal nachfragen, habe ich das vorhin richtig verstanden, dass es gibt dieses Bekennerschreiben des IS und es gibt offensichtlich auch nicht Verbindungen, aber man könnte darauf hindeuten, dass die Männer, die jetzt festgenommen worden sind, wirklich auch mutmaßlich mit zu diesem Kreis der Verdächtigen gehören. Ganz genau. Also es gibt eben das Bekennervideo, auf dem eben vier maskierte Männer auftreten und es gibt viele Ähnlichkeiten in der Kleidung der Männer, die da auf dem Video sind, mit den Männern, in der Kleidung der Männer, die da festgenommen wurden. Das haben russische unabhängige Journalisten festgestellt und auch veröffentlicht. Zu Ihrer Frage, was noch da für den IS spricht, ist natürlich, sind auch die Warnungen gewesen, die Warnungen der amerikanischen Sicherheitsbehörden in Russland. Also vor allem wurden amerikanische US-Bürger gewarnt, einige Tage vor dem Attentat, vor einem solchen Anschlag. Und der Kreml hat aber nicht darauf reagiert. Das heißt also, alles spricht dafür, dass der IS tatsächlich dahinter steht.
Da komme ich gleich nochmal zurück drauf. Ich möchte noch einmal fragen, Wladimir Putin zeigte ja jetzt nach dem Terroranschlag alles oder zumindest auf die Ukraine. Wie hängt das zusammen? Denn er muss ja dieses Wissen auch in irgendeiner Weise haben oder er hält sich da mit Absicht zurück? Naja, also die einzige Begründung, die bisher mehr oder weniger plausibel sein könnte, wäre, dass diese Männer in der Nähe der ukrainischen Grenze in Bryansk gefasst wurden. Angeblich wollten sie fliehen. Und Putin hatte in seiner Rede, im Fernsehen, in seiner Fernsehansprache am Wochenende gesagt, dass die Ukraine angeblich denen die Möglichkeit zu der Flucht, ein sogenanntes Fenster, eröffnet hat. Die ukrainischen Behörden, die ukrainische Seite hat das vehement zurückgewiesen. Zelensky, der ukrainische Präsident, hat das ja auch zurückgewiesen und nannte das eine reine propagandistische Geschichte. Das ist natürlich so, dass die Russen in den letzten Jahren, die russische Propaganda, aber auch der Kreml-Chef selbst, seinen ganzen Sicherheitsapparat darauf konstruiert hat, die Ukraine sozusagen als Nazistaat zu sehen und auch zu bekämpfen. Wir wissen auch, dass das auch das Ziel der sogenannten speziellen Militäroperation ist, nämlich die Bekämpfung der Nazis. Das zumindest sieht der Kreml. Das verkauft der Kreml so seinen Bürgern und Putin selbst. Und jetzt plötzlich ist da jetzt was anderes, nämlich der IS, der dahinter stehen soll. Ein Anschlag, der nicht verhindert wurde, nicht von den russischen Sicherheitsbehörden verhindert wurde. Und das ist ein Versäumnis. Und da ist natürlich die Absicht liegt nahe, dann jetzt die Ukraine mit zu beschuldigen, zumindest involviert gewesen zu sein. Und welche weiteren Vorteile hat es für den Kreml-Chef, dass die Ukraine eben für den Anschlag verantwortlich gemacht wird? Naja, das ist das ganze Kreml-Narrativ, nämlich Russland wird von der Ukraine bedroht und deswegen müsse sich Russland von der Ukraine verteidigen. Und deswegen gibt es ja die sogenannte militärische Spezialoperation, den Krieg also. Also lieber vorgreifen, als wenn es dann zu spät ist. Was wir aber sehen, ist genau was anderes passiert, nämlich es wurde nicht vorgegriffen, um einen Terroranschlag des IS zu verurteilen oder des möglicherweise IS. Und jetzt versucht man die Aufmerksamkeit abzulenken und auf was anderes zu lenken, nämlich auf die Ukraine. Und da kommt ja auch die Außeramtssprecherin Sacharowa, die dann auch die amerikanischen Sicherheitsbehörde beschuldigt. Sie hätten wohl dann noch nicht alle Informationen im Vorfeld herausgerückt, als sie gewarnt hätten. Also da gibt es, wie gesagt, wieder mal Tit-Pot-Tot und Propagandaschlacht. Bislang ist ja auch eine weitere Mobilisierung von russischen Zivilisten unpopulär, um genug Soldaten für einen neuen Großangriff in der Ukraine zusammenzubekommen. Könnte der Terrorakt dies möglicherweise auch ändern? Das könnte es natürlich sein, zumindest, es könnte, alles Mögliche könnte passieren. Es könnte Ausnahmezustand ausgerufen werden, aber dafür ist es wahrscheinlich zu spät. Es könnte auch tatsächlich einer der Gründe sein, warum Putin dann die Ukraine mit ins Spiel bringt, um eben zu sagen, wir müssen uns noch mehr verteidigen vor solchen Gefahren, angeblichen Gefahren, die aus der Ukraine kommen und dann eben mehr Soldaten und dann möglicherweise eine zweite Welle oder eine weitere Welle der Mobilisierung. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Russland hat diesen Terrorakt nicht verhindern können. Was sagt das eigentlich aus über die Stärke des Machtsystems Putin? Das heißt, also ich würde was anderes noch mal dazu hinzufügen, Birgit. Putin hat ja sondern 19 Stunden gebraucht, bevor er überhaupt was gesagt hat, bevor er diesen Anschlag kommentiert hat. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, warum er so lange gebraucht hat. Anscheinend war er wirklich total auf dem kalten Fuß erwischt. Und das noch einmal, obwohl die Russen von den Amerikanern gewarnt wurden. Aber er hat das nicht ernst genommen, sondern er hat das sogar verhöhnt. Er hat sich darüber lustig gemacht. Einen Tag vor dem Anschlag hat er bei der Sitzung des Sicherheitsrats gesagt, die Amerikaner verbreiten Falschinformationen, um die Lage in Russland zu stabilisieren. Diese Information sei provozierend, eine Provokation der amerikanischen Sicherheitsdienste. Und dann eben passiert genau das. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, in Europa, in Deutschland würde der Kanzler gewarnt worden sein und nichts unternommen haben und dann wäre ein Anschlag. Das wäre natürlich ein politischer Super-GAU und das ist ja in Russland nicht so. Putin sitzt fest im Sattel, aber wie fest dieser Sattel ist, sein Sessel, das ist jetzt die Frage. Also anscheinend war er da wirklich sehr, sehr überrascht, zumindest das.
Und gerade Stabilität und Sicherheit, das waren ja Putins Hauptargumente, gerade auch im Wahlkampf gewesen. Und jetzt zeigt er eben, wie gesagt, mit dem Finger auf die Ukraine, macht die verantwortlich. Wie viel Rückhalt hat er? Ganz klar, verfängt diese These, dass die Ukraine dahinter steht? Und wie wird denn in der Bevölkerung jetzt, soweit was Sie hören können, darüber gesprochen? Also stehen die Leute noch hinter Putin? Also die Bevölkerung ist erstmal im Schockzustand, aber dieser Schock lässt langsam nach und tatsächlich kommen die ganzen Fragen, warum konnte das nicht verhindert werden? Man kann natürlich schwer was gegen Maschinengewehre unternehmen, wenn man davor unmittelbar davor steht. Aber was man machen kann, eben solche Attentate vorher verhindern, indem man einfach irgendwelche Agenten integriert, indem man einfach eine ganz, ganz lange Arbeit durchführt und das ist ja alles verpasst worden. Wie gesagt, Putin muss sich sehr viele unbequeme Fragen stellen und er hat jetzt mit über großer Mehrheit die Wahl gewonnen, vor kurzem erst, und dann passiert das. Aber die Stabilität, den Russen versprochen hat und auch tatsächlich gewährleistet, die ganzen, ja, Jahre, muss man sagen, die war ja dahin schon mit dem Anfang des Krieges, denn wir wissen, was an der russisch-ukrainischen Grenze passiert, wir wissen, dass der Krieg in der Ukraine längst auch in Russland angekommen ist und das ist einfach eine weitere sozusagen Runde der Eskalation der Gewalt, die jetzt auch in Russland da ist. Mhm. Noch ganz zum Schluss, welche Folgen hat nun dieser Terrorakt für Russland, aber auch möglicherweise für den Krieg in der Ukraine? Das werden wir sehen. Zumindest ist die Aufmerksamkeit jetzt natürlich auf diesen Terroranschlag gelenkt worden. Alle sprechen davon. Und wir wissen, dass der Sicherheitsapparat versagt hat. Möglicherweise wird es da irgendwelche Folgen geben hinter den Kulissen, von denen wir nie erfahren werden. Entlassungen, sonst was. Vielleicht werden nochmal die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Aber ich frage mich, wie sehr sollen sie noch verschärft werden? Denn so anders als in Deutschland zum Beispiel kann man in so einen Flughafen oder in so einen Bahnhof in Russland nicht reinkommen, ohne vorher durch einen Metallrahmen durchzugehen. Das heißt, man muss auch die Tasche kontrollieren lassen und so weiter. Und das seit Jahren schon. Und trotzdem passiert das. Das heißt, läuft da etwas falsch. Wahrscheinlich müssen da andere Maßnahmen ergriffen werden. Ich glaube auf jeden Fall, dass Russland jetzt mit Überreaktion allen zeigen will, dass der Staat dann doch da ist. Und wir sehen auch diese Überreaktion, um an den Anfang unseres Gesprächs zu sprechen zu kommen, zurückzukommen bei der Behandlung von den mutmaßlichen Terroristen, bei diesen Misshandlungen, muss man sagen, oder auch Foltern. Sie werden das weiter für uns beobachten. Vielen Dank für all Ihre Informationen und Ihre Einschätzung. Das war Juri Reschetow. Vielen Dank.